Zach und Glück auf euer Pit 04. Herzlich willkommen zur 36. Folge der IFM-Karriere. Nachdem wir zuletzt gegen zwei direkte Konkurrenten 4 Punkte einfahren konnten, die wir auch anvisiert hatten, haben wir heute ein deutlich schwierigeres Programm vor der Brust. Mit Farul Constanța, mit Universitatea Craiova und Football Club FCSB warten vielleicht sogar 3 der Top-Mannschaften der Liga auf uns in den nächsten 5 Spieltagen. Dort gilt es, sich so gut wie möglich aus der Affäre zu ziehen. Ansonsten werden wir uns die zweite Mannschaft ein bisschen genauer anschauen, gucken, welche Verträge da auslaufen und natürlich das Scouting von euch weiter vorantreiben. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen und ein Abo da und dann würde ich sagen, los geht's. Also die genaue Reihenfolge ist Universitatea Craiova, dann Pitești, dann auswärts Football Club FCSB, zu Hause Farul Constanța und dann auswärts bei Gazmetan Mediaș. Also ich sag ganz ehrlich, ich wäre schon mit 3 Punkten aus den 5 Spielen zufrieden. Vielleicht 4, wenn es hochkommt. Also vielleicht Pitești oder Gazmetan Mediaș einen von beiden schlagen und einen Unentschieden irgendwie mitnehmen, das wäre schon vollkommen ausreichend. Aktuell haben wir noch 19 freie Buttonplätze. Ja, es füllt sich langsam. Ich werde mal eine Marketingkampagne starten für 50.000 und nochmal eine Werbekampagne für neue Sponsoren für 25.700. Also wir müssen ca. 75.000 reinholen. Sollte uns ja wohl gelingen. Wir werden mit folgender 11 gegen Universitatea Craiova reinstarten. Rares Murario bekommt seinen ersten Einsatz. Tico auf links, Sofran rechts, Lika Ene in der Innenverteidigung, Andreades auf der 6, Kübler und Kudrea auf der 8, Listersch auf der 10 und Mazarat mit Diarra wieder im Sturm. Holt alles raus, was geht, Jungs. Ein Punkt wäre natürlich mega geil. Die Form ist nicht verkehrt. Cornel Ene gelb. 1:0 Markovic. 1:1 Diarra nach Listersch-Vorlage. Da ist Murario zur Halbzeit erstmal eine 1,0, genau wie Lika. Ene auch gut drauf. Andreades Kudrea so ein bisschen schwächer unterwegs. Springt zur Halbzeit direkt mal Krasici für Kudrea. Ah, 2:1 Wiener. Wir wechseln noch 4-mal, bringen Caicedo, Olaro, Espinosa und wieder. Kommt schon irgendwie noch ein 2:2, das wäre schon... Schade. Ist okay. 2:1 ist vollkommen in Ordnung. Fehlstart für den Football Club FCSB. 2 Spiele in Folge haben die am Anfang verloren. Aber das waren auch, glaube ich, 2 gegen direkte Konkurrenten. Ist auf jeden Fall vorbei. Spitzenreiter in dieser Liga oder in dieser Kategorie sind immer noch wir. Mit 6 Niederlagen am Stück. 2022-23. Ja, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Die Eingewechselten jetzt nicht so stark gewesen. Krasici, Olaru, Caicedo, Espinosa, die haben alle so ein bisschen enttäuscht. Die gespielt haben, waren nicht verkehrt. Football Club FCSB gewinnt also 1:0 gegen Klinceni. Botojani 2:0 bei Gazmetan Mediaș. FC Craiova verliert 1:4 gegen Dynamo Bucharest. Cluj schlägt Uta Arad 2:0. Tagobiște gewinnt 1:0 bei Sepsi Gheorghe. Farul Constanța 5:1 bei Hermannstadt und Argeș Pitești 1:0 bei Voluntari. In der Tabelle sind Hermannstadt und Craiova aktuell mit 0 Punkten unten drin. Klinceni 1 Punkt, Uta Arad 3. Wir fallen auf Platz 9 runter. Universitatea Craiova 3 Spiele, 3 Siege. Auf Platz 1, Cluj auf 2, Tagovište aktuell auf 3. Hakim Ziyech hatte keinen Verein, wechselt ablösefrei zu Sparta Prag. 675.000 Gehalt. Eieieiei, für eine 71. Angelo Stiller wechselt für 17 Millionen von Schalke zu Nürnberg. Cyril Gefgen geht von Frankfurt per Laie für 1,8 Millionen zu St. Pauli. Thorsten Debus verlässt PSV Eindhoven und wechselt für 5,3 Millionen zu Brügge. Morgan Sanson schließt sich ablösefrei Frankfurt an. Nimo Pay wechselt für 44 Millionen von Dortmund zu Manchester United. Und Davi Homa geht tatsächlich von Union Berlin zu Red Bull Salzburg. 20 Millionen. Sorry, David. Und der sich andeutende Wechsel von Bakayoko vom AC Mailand zu Manchester City für 20 Millionen ist auch erfolgt. Inter Mailand beobachtet Christian Romero. Brian Gill wird mit Milan in Verbindung gebracht. Volland weiterhin mit Lazio Rom. Costa Curta bei Bilbao steht vor der Entlassung. Degrade Diarra ist in der Torschützenliste einfach vorne mit Adrian Petre und Alexandru Pop. Einfach beide von Farul Constanța. Galatasaray in der Champions League Qualifikation 2:2 gegen Celtic Glasgow. Doppelpack von Attila. Wladimir Mladenovic hat das erste Angebot von uns abgelehnt. Das lag bei 20.000. Werden wir wohl ein bisschen erhöhen müssen. Janis Kübler bekommt 3.000 für 20 Einsätze und Nikos Andreadis 2.500 für 20 Einsätze für uns. Attila Schujo fällt noch 11 Wochen aus. Marvin Falkenstein wurde zu Ende gescoutet. 74er Rating bei Bayer Leverkusen. Im letzten Jahr 15 Spiele, 1 Tor, 2 Vorlagen. Im Pokal eine Partie. Das Scouting von Erik Frey-Altenhoven wurde auch abgeschlossen.
1,75er Rating beim FCA. Aktuell 2 Einsätze. Letztes Jahr 7 Spiele, 1 Tor, 1 Vorlage. 2 Spiele in der Reserve und 1 Vorlage. Dieses Jahr wohl eher Richtung Stammspieler unterwegs. Markus Zeiler von Sturm Graz wurde auch zu Ende gescoutet. 75er Rating, 21 Jahre alt, aktuell 1 Einsatz. Im letzten Jahr 32 Spiele, 4 Tore, 6 Vorlagen. 1 Spiel im Pokal, 5 Spiele kontinental, 1 Tor, 1 Vorlage. Ramon Willnauer wurde zu Ende gescoutet. 70er Rating, schlechtes Selbstvertrauen, verstimmte Moral, kein Einsatz. Im letzten Jahr ebenfalls kein Einsatz. Sven Textoris von Schalke und Matti Wojcik von Piast Gliwice wurden auf die Transferliste gesetzt. An Sven Textoris zeigt sich Werder Bremen interessiert und der VfL Wolfsburg möchte Matti Wojcik verpflichten. Klares Murari hat an der Schwäche Abschlag gearbeitet und sich da um einen Punkt verbessert. Sehr gut. Florian Wagner wurde vom 1. FC Nürnberg auf die Transferliste gesetzt. Scouting von Gavin Herder von Sparta Prag wurde abgeschlossen. 68er Rating. Im letzten Jahr 20 Einsätze. International 8 Einsätze und eine Vorlage gegeben. Und Andreadis fühlt sich etwas unterbezahlt. Er kriegt 40.000 und hat ein 63er Rating, der soll mal den Ball flach halten. Also kleiner Blick auf unsere zweite Mannschaft, die ist schon verdammt gut. Cosme Meyer 58, Russ 55, Nicolai 52, Kelström 54, Popescu 53, Kokunajo 51, Atlasson 55, Popa 51, Balzaretti 52, Lukasiewicz 53 und Fulgar 53. Das ist schon, also alles im 50er Bereich, das ist schon sehr, sehr stark. Wir haben noch einen Dunker mit 53, Miel Cea mit einer 52 als Linksverteidiger auf der Bank, ein Komar mit 50 noch, Ursache mit 50, passt gar nicht in den Kader aktuell. Also sind schon sehr gute Leute dabei, Juma Dato können wir eventuell gehen lassen. Hat ein gutes Potenzial mit 3 Sternen, allerdings eine zu schwache Gesamtstärke. Cosme Meyer schon auf einer 57. Müssen wir schauen, ich bin ja noch am überlegen, ob wir den einen oder anderen vielleicht sogar noch verleihen. Ich glaube tatsächlich, Cosme Meyer könnten wir wirklich verleihen. Da könnten wir uns unsere Nummer 1 selber ranzüchten. Ich schaue gerade, Concordia China hat ja Silviano abgegeben. Dessen Torwart liegt angeblich nur so im 50er-Bereich. Selbst wenn er jetzt 55 hätte oder 56. Die suchen einen Keeper. Ich glaube, ich würde den Cosme Meyer mal verleihen. Ja, die zeigen sich interessiert, gut zu wissen. Dementsprechend würde ich sagen, verleihen wir Cosme Meyer und kriegen hoffentlich, je nachdem wie viel Spiele er bei China macht, nächstes Jahr einen Top-Torwart zurück. Dann können wir Roschmann gehen lassen, Murario und Cosme Meyer liefern sich dann nächste Saison einen Kampf um die 1. Unsere Startaufstellung für das Spiel gegen AG Spiteschti. Gares Murario bleibt im Tor, Tico Sofran auf den Außen, Lika Ene bilden weiter die Innenverteidigung, Espinosa auf die 6, Kübler Kudrea auf der 8, Listisch auf der 10 und Diarra mit wieder im Sturm. Heimspiel gegen Piteschti, den 8. 0-1 Serban. Das können wir, denke ich, besser. Verletzung Nikolai Sofran. Olaru kommt. 1-1 Diarra, Espinosa Vorlage. Wir wechseln viermal, bringen Perde, Krasnici, Tukaliuk und Masarach. Kommt schon. 1-1 wäre okay. 2-1 Lika Olaru Vorlage. Yes! 87. Minute. Viorel Lika, es ist so geil, dass wir auf den Boy setzen und dass er das so gut zurückzahlt. Und Olaru eingewechselt für Sofra nach Verletzung, direkt die Flanke. Fehlstart für Hermannstadt, ist nach 3 Spielen zu Ende gegangen. Kicken damit hier Dings wieder raus aus der Liste. Footballclub FCSB, 3 Niederlagen in Folge. Krasnici nach Einwechslung 1,5, Masarach auch richtig stark gewesen. Diarra schwach, aber trotzdem Tor gemacht, soll mir recht sein. Dagovista 1-1 gegen Hermannstadt, Utarat 1-0 gegen Sepsi George, Klusch gewinnt bei Dynamo Bukarest, Botoşani 3-0 gegen FC Craiova, Vinceni 1-1 gegen Gazmeter Mediaș, Universitatea Craiova gewinnt gegen Footballclub FCSB 2-0 und Farul Constanta 1-1 gegen Voluntari. FC Craiova also aktuell mit 4 Spielen, 4 Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Hermannstadt hat den ersten Punkt geholt, überholt die jetzt auf 15. Footballclub FCSB hängt aktuell auf Platz 13 unten mit rum. Klinceni hält sich auf 14. Utarat macht einen Satz auf 10. Wir sind aktuell Tabellensechster. Farul Constanta auf 5, Tagovista auf 4, Botoşani springt auf 3, Klusch bleibt Zweiter und Universitatea mit weißer Weste aktuell Erster. Krasnici erst in meiner Elf des Tages, Masarach auch. Alexander Drost verlässt Stade Bre, wechselt zu USL Dunkerque. Aufsteiger anscheinend in die Ligue 2 in Frankreich. Roussillon verlässt Wolfsburg, geht für 1,5 Millionen zu Hertha. Marcel Schröder verlässt Augsburg für 2,8 Millionen zum SC Freiburg. Willie Zwedberg verlässt Hammarby, geht für 33,5 Millionen zu Arsenal. Matthew Target ablösefrei zu Mainz 05. Youssoufa Moukoko verlässt Dortmund und geht für 110 Millionen zum FC Chelsea. Kevin Volland, der Wechsel hatte sich angedeutet, 29 Millionen zu Lazio Rom. Brian Gill, auch dieser Transfer, war schon
relativ bekannt, 65 Millionen zu AC Mailand von Villarreal. Christian Romero von Tottenham zu Inter für 54,5 Millionen. Und Soyuncu wechselt von Manchester United zu Chelsea, also genau wie Varane, für 48 Millionen. Atletico Madrid zeigt Interesse an Pierre Kalulu. Araujo wird mit Chelsea in Verbindung gebracht. Pedro Gonçalves von Paris beobachtet. Und Marco Weißhaupt steht bei RB Leipzig kurz vor der Entlassung. Roger Ellmann soll dort übernehmen. Leihangebot jetzt also hier für Cosmin Meyer von Concordia China. Das sind auch Entwicklungen, die wir da genommen haben, die natürlich auch schon irgendwie für uns sprechen. Unser, ich sag mal, ewiger Konkurrent, mit dem wir im ersten Jahr aufgestiegen sind, im zweiten Jahr zusammen abgestiegen sind, im dritten Jahr zusammen aufgestiegen sind, die es dann aber im vierten Jahr nicht geschafft haben, während wir es geschafft haben, den verleihen wir jetzt den Torwart der zweiten. Das zeigt unseren Stellenwert aktuell. Ein Jahr, keine Leihgebühr, ist vollkommen in Ordnung, darf nicht gegen uns spielen. Alles klar, unterzeichnen wir so. Wünschen wir Cosmin Meyer auf seinem Weg auf jeden Fall alles Gute. Oh, Kostel Azar ist begeistert. Von 6 auf 10 auf 14. Wenn er in Vierersprüngen geht hier, dann haben wir bald die 20 voll. So muss das sein. Der Ausbau vom Wellnesszentrum ist abgeschlossen. Dann werden wir jetzt die Fanartikelproduktion ausbauen für 600.000. Scouting von Matze Gelsner von Standard Lüttich ist abgeschlossen. Panisches Selbstvertrauen. 69er Rating eigentlich. Kein Einsatz. Im letzten Jahr auch schon nicht. Andreades ist verletzt, fällt 2 Wochen aus. Ja, Cosmin Tukaliuk und Christian Listesch vertragen sich ab jetzt wieder. Tukaliuk hat das Gespräch zu ihm gesucht. Ich küsse dein Herz. Alex Graber von Bayer Leverkusen wurde zu Ende gescoutet. 69er Rating, schlechtes Selbstvertrauen. Kein Einsatz. Letztes Jahr auch schon ohne Einsatz geblieben. Attila Schujo also noch 10 Wochen, Sofra noch 5 Tage. Hatte eine Wadenprellung. Oh, Rumänien in der 5-Jahres-Wertung nur noch 27. Florian Teschke von Hannover 96 wurde zu Ende gescoutet. 75er Rating. Im letzten Jahr 33 Einsätze, eine Vorlage. 3 im Pokal. Und Cemkan Şuman wurde auch zu Ende gescoutet bei Alanyaspor. 71er Rating, ein Einsatz, ein Tor diese Saison. Letztes Jahr 30 Spiele, 2 Tore, 5 Vorlagen. Tobias Eiken konnte nicht zu Ende gescoutet werden. Er hat einen Plantarissehnenriss und fällt 24 Wochen aus. Kevin Gillich wurde vom VfL Wolfsburg auf die Transferliste gesetzt. Und Sven Tex-Torres scheint zum SV Werder Bremen gewechselt zu sein. Das Scouting von ihm ist abgeschlossen, deswegen sehe ich es gerade. 71er Rating, panisches Selbstvertrauen und im letzten Jahr auch kein Einsatz, deswegen musste der Wechsel sein. Bremen hat ja auch Pavlenka verloren. Unsere Startaufstellung für das Spiel gegen Football Club FCSB. Wir spielen weiterhin mit Lika Ene in der Innenverteidigung, haben allerdings Roschmann im Tor wegen guten Trainingsleistungen. Espinosa bleibt auf der 6, Kübler Krasicci auf der 8, auf der 10 Listesch und vorne natürlich Diarra, diesmal mit Mazarach. Außer jetzt bei Football Club FCSB kann man nicht viel erwarten, aber die haben momentan keine gute Form. Vielleicht geht was. 1:0 George. Vorlage von Baluta. Espinosa mit Gelb. Gerade gesehen, dass Nikolai Pop Gelb bekommen hat, ist er ehrlich dahin gewechselt. Wir wechseln 5-mal, bringen Perde, Caicedo, Olaru, Kudrea und wieder. Kommt schon, Jungs. Ein Ausgleich wäre noch mega geil. Kommt, Jungs. Wird leider nichts mehr und der FC Craiova schafft es auch nicht, an unsere Serie heranzukommen von 2022-23. Sie hören bei 4 Niederlagen in Folge auf. Genau wie davor schon China, Viitorul Pânduri und Rapid Bukarest. Die Eingewechselten, alle so durchschnittlich. Voluntari unterliegt Tagoviște 0:3, Cluj 3:3 gegen Botoșani. Universitatea marschiert weiter 3:0 bei Gaz Metamediaș. FC Craiova gewinnt 2:1 gegen Clinceni. Dynamo Bukarest 1:0 bei Sepsi George. Ageș Pitești schlägt Parul Constanța mit 3:1. Hermannstadt unterliegt Uta Arad mit 2:3. Also Universitatea 5 Spiele, 5 Siege, 4 Punkte Vorsprung vor Târgoviște. Cluj fällt auf 3, Botoșani auf 4, Bukarest auf 5, Pitești ist jetzt auf 6, der Pokalsieger. Uta Arad springt auf 7, Farul Constanța fällt auf 8, wir sind auf Platz 9. Punktgleich mit Gaz Metamediaș. Fußballclub FCSB macht durch den Sieg einen Sprung aus der Abstiegszone auf 11. Voluntari aktuell auf 12, Sepsi George auf 13. FC Craiova reicht der Sieg, um auf Platz 14 zu springen. Clinceni ist auf 15, Hermannstadt auf 16. Ja, ich sehe es hier gerade. Nicolae Pop ist tatsächlich zum Fußballclub FCSB gewechselt. 220.000 Gehalt, 70er Rating. Für 1,4 Millionen hat Farul Constanța ihn geholt. Er hatte einfach nur ein halbes Jahr gespielt. Vom 20. Januar bis zum 16. August. Und wurde dann für 4,3 Millionen weiterverkauft. 5 Einsätze, eine Bude. Allerdings war das Tor noch für Constanța. Hier haben wir nochmal die Leihe von Cosmin Meyer zu China. Alassane Player geht für 1 Million von Real Betis zu Monaco. Und hier haben wir auch den Wechsel von Sven Tex-Torres für 10 Millionen von Schalke zu Werder Bremen. Aaron Seidel wechselt zu Rot-Weiß Oberhausen. Amelbella Kotschap geht für 4 Millionen zu St. Gallen. Graz holt sich Diakate von Red Bull Salzburg für 2,7 Millionen.
Hier haben wir den Wechsel von Nikolai Pop, 4,3 Millionen zu Footballclub FCSB. Patrick van Aanholt geht von Galatasaray zu Alanya Spor für 775.000. Kevin Ehlers verlässt Freiburg, geht für 28 Millionen zu Schalke. Lukas Moura wechselt mit 33 Jahren für 13 Millionen zurück in die Heimat nach Gremio. RB Salzburg verkauft für 19,5 Millionen Brian Okoh an Basel. Und ich bleibe dabei, der Manager von Rapid Wien ist ein absolutes Genie. Matty Dolly von Huddersfield für 37 Millionen zu Rapid Wien gelotst, einfach 85er Stärke. Raspadori wird mit Arsenal in Verbindung gebracht, Asensio mit Lyon. Und Paolo Maldini steht kurz vor der Entlassung beim 1. FC Köln. Thomas Bredaric soll dort übernehmen. Tabelle nach dem 5. Spieltag. Letzte Saison waren wir 11. Diese Saison sind wir 9. 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Letztes Jahr war es 1 Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Klinceni aktuell 15. Letztes Jahr noch auf 4 gewesen. Footballclub FCSB war letztes Jahr 5. Dieses Jahr 11. Fenerbahce in den Europa League Playoffs 4-0 gegen Teuta gewonnen. Rex Lokorex mit einem Doppelpack. Timon Franz wurde zu Ende gescoutet. 71er Rating. Letztes Jahr für Kiel 37 Spiele, 32 Tore, 3 Vorlagen. Hat alles kaputt geschossen. Dann der Wechsel zu Hannover. Für 3,8 Millionen. David Homa wurde zu Ende gescoutet, 76er Rating. Letztes Jahr für Union 32 Spiele, 2 Vorlagen. Dieses Jahr schon 1 Spiel gemacht, 3 Continental. Sven Osse wurde zu Ende gescoutet, 70er Rating. 3 Einsätze diese Saison schon. Letztes Jahr 37 Spiele, 13 Tore, 12 Vorlagen. 1-3-1-2. Huch! Und Noel Kedesches, den wir eine Zeit lang beobachtet hatten, wird mit TuS Haltern in Verbindung gebracht. Witzig, sein Vertrag lief am 30.06. aus und er hat am 20.08., also knapp 2 Monate später, bei Türkspor Augsburg unterschrieben. Für uns ist er, denke ich, nicht mehr interessant. Reich ihm aus dem Blickfeld. Ich hatte hier mal Chombor Berec scouten lassen von Kiswada, aber ich sehe gerade, der verdient 210.000. Das hat sich dann auch schon wieder erledigt. Spiel gegen Farul Constanta auswärts. Stammelf bleibt erstmal so stehen. Ich korrigiere. Heimspiel. Ja, da könnte was gehen. Die sind momentan nicht so gut drauf, sind 8er, aber die sind halt brutal stark. Das darf man nicht vergessen. Auf geht's, Jungs. Gelb für Diarra, gelb für Lika. 0-1, Kasap, Vorlage von Atean. 0-2, Petre, Masarach. Ah, Pop, 1-4, Atean. Ah. Ja, schwieriges Spiel. 2-4, Kübler, Krasicci, 2-5, Chibu. Ach du Scheiße, ne. Was passiert denn jetzt? Also das müssen wir nochmal aufarbeiten. Also 1-2, Masarach nach Diarra-Vorlage. Und danach ging es halt komplett bergab. Alexandru Pop nach Hangia-Vorlage und Atean nach Kasap-Vorlage 1-4. Danach der Halbzeit 2-4 durch Kübler mit Krasnitschi-Vorlage und dann Chiobanu Pop mit Ilie und Petre nach Chiobani-Vorlage. Einfach 2-7. Ach du Scheiße. Ja, die eingewechselten Caicedo 6,0, Perde 4,0, Codrea 5,0, Vida 5,0, Tokaliuk 4,0. Gar nicht so stark. Von Caicedo muss ich sagen, bin ich momentan echt ein bisschen enttäuscht. Hat er nur noch ein 62er Rating. Klasse. Footballclub FCSB gewinnt 4-0 gegen Gasmeter Mediasch, Agis Pitesti 2-1 bei Tagovište. Uta Arad verliert auch 2-7 und das gegen Voluntari. Hermannstadt gewinnt 3-0 gegen Dynamo Bukarest. Botojani 0-0 gegen Sepsi George. Universitatea Craiova gewinnt gegen FC Craiova 3-0 und Cluj 4-2 bei Klinceni. In der Tabelle marschiert Universitatea einfach immer weiter. 18 Punkte aus 6 Spielen. Dahinter Cluj und Agis Pitesti jetzt auf Platz 3. Botojani auf 4, Tagovište fällt auf 5. Constanta auf 6, Footballclub FCSB auf 7. Voluntari macht einen Satz auf 10, wir fallen auf 11 runter. Gasmeter Mediasch auf 12. Sepsi George hält sich auf 13 aktuell unten drin. Hermannstadt macht einen kleinen Sprung auf 14, überholt FC Craiova und Klinceni, die momentan die Abstiegsplätze bilden. Bortenuanu, den wir mal beobachtet hatten von Voluntari, in der 11 des Tages, 65er Rating. Wir waren an ihm dran. War natürlich die schlechteste Mannschaft des Spieltags. Wundert mich jetzt nicht. Fairplay-Wertung aktuell eines der unfairsten Mannschaften. Nikolai Paun, den wir mal beobachtet hatten, kehrt in die Heimat zurück. War ja zwischenzeitlich bei Eintracht Trier am Start, als wir uns für ihn interessiert hatten. War ablösefrei zu haben, ging zu Astra Gyugu, 61er Rating. Emanuele Mega geht von Nürnberg für 18 Millionen zu Zenit St. Petersburg. Mattia Destro hatte keinen Verein ablösefrei zu nehmen. De Frutos ablösefrei zu Hannover. Matze Ginter verlässt Gladbach, wechselt für 4,7 Millionen zum SC Freiburg. Christopher Aja geht für 19,5 Millionen von Brentford zu Frankfurt. Und Frankfurt kauft auch Emerson von Dortmund für 7,8 Millionen.
Asensio entscheidet sich gegen das Angebot von Lyon und wechselt ablösefrei zu Eindhoven. Und Raspadorius hatte sich angedeutet für 62 Millionen von Valencia zu Arsenal. Diogo Llorente wird mit Manchester United in Verbindung gebracht. Erste Trainerentlassung der jungen Saison. SV Strahlen entlässt Norbert Hankammer. Steaua Bukarest, Kalle Dürrenberg wählt die Nerven. Doppelpack zum Sieg. Schon wieder 7 Einsätze, 4 Buden. Läuft bei ihm. Und die letzten 24 Stunden der Transferperiode brechen an. Bei uns dürfte eigentlich nichts mehr gehen. Marco John wechselt für 19,69 Millionen von Lazio Rom zu Hertha. Jesper Dahlan von Cercle Brügge zu KV Mechelen, 11,25 Millionen. Gabriel verlässt für 31 Millionen Arsenal und wechselt zu Palmeiras Sao Paulo. Sonst nicht so viel Wichtiges passiert. Wir schauen uns die Marktwerte der Liga an und schauen uns mal die Top 10 an. André Ivan von Universitatea, Harut vom Football Club FCSB, Ongenda von Botojani, Gio Botario von Cluj, Dario Solaro von Football Club FCSB, Letizia und Manea von Cluj. Ioani war bisher eigentlich immer mit einer der höchsten Marktwerte. Davor kam immer Baluta und der wurde überholt von Vlad Marin, Kapitän von Botojani. 75er Rating, nicht schlecht. Nikolai Pop ist hier auf Platz 11. Und eins muss man Agis Pitesti lassen. Bei Gökhan Özkan von Mainz hatten sie ein unfassbar gutes Händchen. 69er Rating. 181.000 haben die nur für den bezahlt. Verdient aber auch 125.000 da. Ist auf Platz 16. Auf Platz 28 haben wir Alexandru Musi. 69er Rating. Er ist einen runtergefallen. Er hatte eine 70. Und Dragos Chiaia, sehe ich gerade, hat einen Oberschenkelbruch. Fällt 21 Wochen aus. 68er Rating bei Cluj, hatte 3 Einsätze gemacht. Ich sag mal so, eventuell, sollte der ein bisschen abfallen und vom Gehalt Abstriche machen, wäre ich an einer Rückholaktion nicht uninteressiert. Der erste Spieler von uns ist Christian Listech auf Platz 42 mit 1,2 Millionen. Ansonsten haben wir noch Krasnici auf der 68 mit 825.000, Sofran auf 79 mit 700.000 und das war's. In der zweiten Liga kann es nur einen Spitzenreiter geben und das ist natürlich Kalle Dürrenberg, 1 Million Marktwert, hat aber mit Kostin Batin, oha, hat der sich krass entwickelt. Einen überkrassen Konkurrenten. 68er Rating, 14er Form, 9000 Gehalt. Er wird ein bisschen was kosten. Oha, hat der sich krass entwickelt. 3,5 Sterne Talent. Den müssen wir auf dem Schirm behalten. Kostin Batin, ich glaube, da könnte was gehen. Spielt bei Politinica Yagi. Das wäre auf jeden Fall ein krasser Transfer. Kalle aktuell eine 69. Dorin Stefan von Cluj, Spieler des Monats. Scouting von Jens Becker abgeschlossen. 72er Rating, schlechtes Selbstvertrauen, verstimmte Moral. Bei Alkmaar im Moment keine Einsätze. Letztes Jahr nur 12 Mal für die zweite gespielt. 5 Tore, 2 Vorlagen. Immerhin ein Einsatz im Pokal. Chabi Saumi wurde von Fair wieder auf die Transferliste gesetzt. Alatina Abunimana hat erstmal 2 Buden gemacht gegen Uta Arat. Kevin Bershini, auch ein interessanter Mann. Panisches Selbstvertrauen, verstimmte Moral. Aktuell nur 56er Rating. Hanna hat aber eigentlich eine 61. Eventuell interessant, falls uns Solaro verlässt. Aaron Dragoner finde ich ja immer noch sehr interessant, aber Ferencváros Budapest, die haben keinen Grund, uns den zu verkaufen. Valentin Tico wäre jetzt aktuell gesprächsbereit. Wir würden seinen Vertrag um 2 Jahre verlängern bis 2028. Er wäre dann einfach schon 12 Jahre im Verein. Seit 2016 schon da, der Boy. Wir würden sein Gehalt von 40 auf 90.000 erhöhen. Ansonsten die normalen Klauseln. Bei Abstieg könnte er marktwertgerecht wechseln, also aktuell für 500.000. Mal schauen, wie oft das Angebot reagiert. Ansonsten gehen wir mit folgender Startaufstellung in das Spiel gegen Gas Metamedia. Schmurario im Tor, bessere Form. Tico und Olaru auf den Außenverteidigerpositionen. Lika Ene, da führt momentan kein Weg dran vorbei. Espinosa auf der 6, Kübler Krasic auf der 8, Listech auf der 10 und Diarra mit Masarach im Sturm. Wieder momentan keine gute Form. Auf geht's, auswärts bei Gas Metamedia. Sie sind nicht gut in Form, aber wir jetzt nach dem 2:7 wahrscheinlich auch nicht unbedingt. 1:0 Nitu, Francisco Junior mit der Vorlage. 1:1 Lika, Masarach Vorlage. Mit dem Punkt wäre ich schon gar nicht so unzufrieden. Wir wechseln 5 Mal, bringen Sofran, Andreadis, Kodrea, Tokaliuk und Vida. Kommt schon, Jungs. Bleibt so oder vielleicht noch ein Lucky Punch. Nein, 87. Minute Yildiz nach Thiago Moraes Vorlage. 2:1 für Gas Metamedia. Hättet ihr einfach lieber auf Punkt gespielt. Wieder stark, der Rest ging so. Voluntari gewinnt 1:0 gegen Dynamo Bukarest. Universitatea Craiova 1:0 bei Cluj. Gas Metamedia schickt uns 2:1. FC Craiova 1:1 gegen Football Club FCSB. Klinceni gewinnt 2:1 gegen Sepsi Gheorghe im Abstiegsknaller. Pitesti 2:2 gegen Uta Arad. Farul Constanta 5:0 gegen Tago Vichte. Die ballern also weiter. Und Hermannstadt 1:0 gegen Botojani.
Ergebnisse, die nicht so gut für uns sind. Craiova marschiert weiter, 7 Spiele, 7 Siege. Kluschow 2, Farul Constanta pusht sich langsam nach oben jetzt auf 3. Pitești fällt auf 4, Botojani auf 5. Voluntari marschiert einfach bis auf 7 vor. Footballclub FCSB auf 8. Dynamo Bukarest fällt auf 11. Hermannstadt macht nochmal einen Satz auf Platz 12. Wir liegen aktuell auf dem Relegationsplatz 13. 2 Punkte vor Klincheni, 3 Punkte vor Sepsi George, die einfach 15. sind. Universitatea Craiova bleibt aktuell letzter. Der eine Punkt hätte uns gereicht, dass wir einfach vor Hermannstadt bleiben. Bitter, bitter. Gökhan Özkan von Pitești, 11 des Tages. Farul Constanta einfach Pop, 3. Mal. Petre, 1. Mal. Die ballern einfach, was das Zeug hält. Petra am 7. Spieltag schon 9 Buden. Pop einfach 7. Die beiden sind einfach auch Erster und Zweiter. Also bei Farul Constanta Sturm läuft auf jeden Fall. Vor allem Kasab und Chiobanu sind hier auch noch mit drin. Und Voluntari verstärkt sich jetzt auch noch mit Daniel Popper von Targoviște. 600.000. Erik Tommy geht von Stuttgart zurück zu Düsseldorf. 6 Millionen. Ansonsten haben wir soweit alle Transfers mitbekommen. Steven Gerrard steht bei den Rangers kurz vor der Entlassung. Jindrich Trpišovský bei Slavia Prag ebenfalls. Lilian Thuram ist neuer Trainer von Shimizu S-Puls in Japan. Und Kostela Savic schon wieder unruhig. Top-Transfers der ersten Liga. Nikolai Pop ist der Top-Transfer. Thiago Araujo von Botojani auf Platz 2. Rui Costa von Footballclub FCSB auf 3. 29 Jahre, 6... Aua. 150.000 für ein 66er Rating. Schnapper. Araujo auch nicht so teuer. Links außen 66er Rating, 700.000. Alexandro Silviano von Botojani, Platz 5. Mateus Fernandes war ablösefrei. 65er Rating. Ohne Verein. Zu Gast mit der Mediasch. 140.000. Gut, Gehalt ist halt hoch, ne? Bei uns auf Platz 7 Rares Murario auf 8. Tuka Liuk auf 9. Tiberio Perde. Und Fabian Koberger, ein Talent vom FC Bayern München zu Footballclub FCSB für 1,3 Millionen. 3,5 Sterne Talent, 65er Rating, 18 Jahre jung. Wir haben ein neues Sponsorenangebot von Pepsi bekommen. Allerdings ist das ein schlechter Witz. Alle hier zahlen um die 40.000 bis 50.000. Pepsi will einfach 11.500 bezahlen. Also ich habe jetzt 4-mal verhandelt, die sind nicht 1 Cent hochgegangen. Da können sie sich auch einfach mal piep. So. Und das war's dann mit dem heutigen Part. Aus den anvisierten 5 Spielen, wo wir 4 Punkte holen wollten, 3 bis 4, haben wir tatsächlich 3 Punkte geholt. Am Ende muss man sagen, der 4. Punkt gegen Gasmeter Mediasch wäre auf jeden Fall drin gewesen. Vielleicht sogar mehr gegen Universitatea Craiova, aber die haben so einen krassen Lauf, die kann aktuell gar keiner stoppen. Im nächsten Monat habe ich nochmal eben ein Freundschaftsspiel vereinbart gegen CSM Slatina, damit wir so ein bisschen in Schwung kommen für die Spiele gegen Targoviște, Craiova und Cluj und Uta Arad. Wenn man sich das angucken, muss gegen Slatina natürlich im Freundschaftsspiel hoch gewonnen werden, für eine gute Form. Ansonsten strebe ich auch hier wieder 4 Punkte an, gerne auch 6. Also ein Unentschieden gegen Targoviște oder Uta Arad, beziehungsweise ein Sieg gegen FC Craiova müssen eigentlich drin sein. Also 4 bis 6 Punkte ist dafür das anvisierte Ziel. Im nächsten Part werden wir uns dann mit den 5 Spielen beschäftigen und werden uns mal anschauen, von wem von euch eigentlich die Verträge auslaufen. Des Weiteren gucken wir, ob wir vielleicht für den Winter einen Sechser oder einen Innenverteidiger holen, weil wer weiß, wie es mit Attila Shoujo weitergeht. Von Andreadis bin ich auch noch nicht so ganz überzeugt und Caicedo hat mich auch noch nicht aus den Latschen gerissen. Da haben wir noch auf jeden Fall kleinere Baustellen, die ich gerne neu besetzen würde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein. Glück auf. Ciao, ciao.